Sie ist nicht nur das Gesicht der neuen Klimaschutzbewegung, sondern auch die Erfinderin. Greta Thunberg, 16 Jahre aus Schweden. Jeden Freitag schwänzt sie die Schule und protestiert in Stockholm vor dem Reichstag für das Klima. Kürzlich hatte sie dann den deutschen Kohleausstieg kritisiert. Der komme viel zu spät, schrieb sie. Und CDU-Generalsekretär Paul Ciemiak antwortete prompt: Oh Mann, kein Wort von Arbeitsplätzen, pure Ideologie, arme Greta. Also ein Berufspolitiker watscht verbal eine Schülerin ab. Und er übersieht komplett, dass weltweit viele Schüler und Schülerinnen die gleichen Sorgen haben wie Greta. Sie protestieren freitags, auch hier in Deutschland. Und viele Schulen tolerieren das. Auch Julia Öpen, 17 Jahre aus Hamburg, geht auf die Straße. Was treibt sie an? Gedanken einer Klimaschützerin. Ich bin Julia, ich bin 17 Jahre alt und ich gehe fürs Klima auf die Straße. Es ist für mich nicht ganz nachvollziehbar eigentlich, was so passiert, weil einfach, es ist im Grunde seit 30 Jahren klar, so wo wir stehen und wo wir hin müssen, und es bewegt sich nichts. So, und viele Leute, die jetzt darüber entscheiden irgendwie, dass hier in 30 Jahren Hamburg unter Wasser steht, werden das ja nicht mal mehr mitbekommen, und das kann ich einfach überhaupt nicht nachvollziehen. Es ist ja nicht so, dass Menschen mit der Absicht Auto fahren, irgendwie mir meine Zukunft zu ruinieren, so, sondern viele wissen es tatsächlich vielleicht auch einfach noch nicht besser. Weil man muss ja auch sagen, wir sind in einer Krise, aber wir tun so, als wäre alles in Butter. Ich höre halt von vielen so: toll, dass ihr euch engagiert, super, dass ihr auf die Straße geht. Oder ja, auch Politiker, die sagen irgendwie: schön, dass die Jugend irgendwie politisch ist und für Zukunft eintritt. Und dann heißt es Kohleausstieg 2038, was einfach viel, viel, viel zu spät ist. Wenn das außer Kontrolle gerät und wenn wir dann in einer 3, 4, 5 Grad wärmeren Welt leben, dann wird es Millionen Menschen geben, die ihr Land verlassen müssen, weil man dort einfach nicht mehr leben kann. Und dann habe ich natürlich Angst so davor, was passiert. Also wenn Ressourcen knapp werden, wenn es vielleicht Kriege gibt darum. Was für ein wichtigeres Thema gibt es im Moment als den Klimawandel? Und wenn wir dafür die Schule schwänzen müssen, damit das Thema die Aufmerksamkeit bekommt, die es braucht, dann tun wir das auch, und dann tun wir das auch, obwohl manche Lehrer das vielleicht blöd finden. Es ist ja auch nicht so, dass wir das nur machen, weil wir Lust drauf haben, sondern wir müssen bewusst Regeln brechen, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, die wir brauchen. Abitur ist immer so die Sache, worauf alle schauen. Aber für mich ist das im Moment eigentlich eher nebensächlich. Also natürlich möchte ich Abitur machen, aber viel, viel wichtiger ist mir gerade erstmal, dass wir irgendwie in der Klimapolitik die Kurve kriegen. Und natürlich heißt es auch so ein bisschen auf Privilegien so zu verzichten. Es ist halt einfach nicht fliegen, nicht Autofahren, weniger Tierprodukte, kein Plastik. Ich finde es absolut inakzeptabel, eigene, ich sag mal, Vergnügungsbedürfnisse wie halt mal fürs Wochenende durch Europa zu jetten, vor die Menschenrechte zu stellen. Das geht einfach nicht. Ist neu, ist seltsam so, weil ich auch das erste Mal das Gefühl habe, dass man uns wirklich ernst nimmt, so ein bisschen. Weil ja, vorher ich immer so das Gefühl hatte, so ein bisschen belächelt zu werden auch. Wir sind jetzt die letzten Menschen, die den Klimawandel noch so weit aufhalten können, dass wir uns nicht aus Versehen selbst abschaffen, so als Menschheit. Es geht ja gar nicht mehr unbedingt darum, jetzt so ein bisschen die Umwelt zu schützen oder sowas, sondern es geht maximal irgendwie darum, so noch den totalen Kollaps irgendwie zu verhindern. Gedanken einer jungen Klimaschützerin.
Wir sind eins. ARD.